Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und das lang ersehnte Päckchen von meinem Motorhändler ist endlich gekommen mit den Prototypmotoren. Und da wollen wir gleich gemeinsam mal reinschauen. Und ich habe nach langer Suche auch nochmal so einen Zylinder hier gefunden. Schauen wir uns auch nochmal an. Und dann können wir das Ganze nämlich in Ruhe mal testen und schauen, welcher Motor bringt welche Leistung, bei welcher Übersetzung, welche Geschwindigkeiten haben wir hier. Das machen wir mal gemeinsam. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einmal mal an, was mir mein Händler hier alles eingepackt hat. Und ich freue mich immer, wenn ich sowas kriege. Also da bin ich so typisch Mann. Wir freuen uns immer, wenn irgendwo unser Name draufsteht. Ja? Das heißt, er packt mir das hier ein. Schreibt immer das Ding drauf. Er macht das übrigens auch bei den 25er Motoren. Finde ich auch immer ganz lustig. Das ist, wenn ich Prototypen bestelle, kriege ich das immer so. Und wenn ich natürlich eine ganze Charge bestelle, zum Beispiel von den Dumpermotoren oder von den LKW-Motoren, dann kriege ich die auch ganz oft so. Finde ich ganz toll, finde ich lustig. Und er hat mir hier eine Tüte extra mit reingepackt, damit ich ein bisschen mehr testen kann. Denn die habe ich jetzt so irgendwie nicht genau gesehen oder nicht direkt gefunden. Was habe ich bestellt? Ich habe die 25er Motore bestellt, 6 Volt 400, 12 Volt 400, 12 Volt 1000 Umdrehungen. Das sind also die hier. Die waren so Plan B. Allerdings ist da natürlich so, wenn ich da jetzt hier so einen einbaue, unten oder oben, ich nehme mir entweder Weg, beziehungsweise habe ich dann natürlich so einen richtigen Klopper da oben drin. Hier vorne wird es tatsächlich gehen. Also hier ist tatsächlich eine Option von mir, dass ich sage, ich mache hier oben eine Kappe drauf. Ich lasse das Gestänge so, wie es jetzt ist. Habe dann halt tatsächlich oben noch mal ein bisschen mehr aufgebaut. Aber mit den Motoren habe ich natürlich wesentlich mehr Drehmoment dann vorne dran. Das wären mal diese hier. Und dann habe ich ursprünglich bestellt 6 Volt. Die kleinen GA12er Motoren oder N20, wie sie auch immer heißen mögen oder ihr sie nennen wollt. Und da habe ich bestellt 6 Volt 300 Umdrehungen und 6 Volt 500 Umdrehungen. Aktuell sind verbaut schon 6 Volt 500 Umdrehungen, also sprich bei 12 Volt fahren die schon die 1000 Umdrehungen. Aber bei denen, die lagen noch rum, die habe ich weiß Gott wo mal bestellt, habe ich keine Motordaten. Ich hoffe, dass die hier von meinem Händler ein bisschen stärker sind schon mal. Und wie gesagt, ansonsten können wir hier von der Geschwindigkeit einfach runtergehen von 300 auf 500, von 500 auf 300. Ja? Probieren wir aus. Und wie gesagt, die sind jetzt hier, da steht jetzt drauf, nur für 6 Volt. Dafür sind die Motoren eigentlich ausgelegt. Und jetzt fand ich es ganz interessant, denn er hat mir hier welche zugelegt. Er nennt es hier Weltspannungsversion. Ob das so korrekt ist, die Bezeichnung, ich stelle es mal dahin. Aber er sagt, hier können die Motoren garantiert 3 bis 12 Volt aushalten. Sind also andere Motoren hinten dran. Die Übersetzung ist die gleiche. Das heißt, auch der hier macht bei 6 Volt 500 Umdrehungen. Der macht bei 6 Volt 300 Umdrehungen. Aber die Wicklung von dem hinteren Motor sei anders. Das heißt, die können die 12 Volt besser verkraften und verarbeiten. Da müssen wir einfach mal gucken, was die Ampere ziehen. Und was die an Leistung bringen. Wäre natürlich genial, wenn ich sage, ihr habt mir hier welche, die einfach ein bisschen bessere Wicklung haben, dadurch stärker sind, dadurch natürlich mit den 12 Volt auch besser umgehen können und so weiter. Ja? Werden wir alles ausprobieren. Ich will natürlich auch wissen, ob die hier anders sind wie diese hier, denn er hat mir schon gesagt, dass die hier dann auch im Einkauf etwas teurer sein werden als die anderen. Da müssen wir einfach gucken, wie wir da hinkommen. Ja? Und wir wollen das Ganze natürlich mal gemeinsam dann testen und schauen, wie wir mit der Geschwindigkeit hinkommen. Und da bin ich immer noch so, ich suche einen Kompromiss zwischen der Geschwindigkeit und der Leistung, die wir hier erbringen. Ja? Und dann habe ich ja noch diesen Zylinder hier bestellt. Nach langem Suchen habe ich einen gefunden, 12 Volt, 150 mm, also 15 cm Fahrweg, 30 mm pro Sekunde macht der jetzt hier und soll 20 Newtonmeter leisten. Ob das so ist, ich weiß es nicht. Wir werden es testen, ich habe ihn auf jeden Fall einmal ganz ausgefahren und um eigentlich euch das zu zeigen, was ich ursprünglich im Kopf hatte, was natürlich völlig Quatsch ist, wenn man sich dann so überlegt, denn ich dachte mir, wenn der hier wirklich so viel Kraft hat, will ich den vorne einbauen. Warum vorne? Ja, ich übernehme das mal aus den Kommentaren. Der hintere Motor muss natürlich mehr leisten, denn der muss hier diesen ganzen Block hier vorne plus die Ladung nach oben drücken, braucht also hinten mehr Kraft wie der hier vorne. Aber es kann natürlich sein, dass ich sage, ich will vorne etwas sehr, sehr Schweres laden können, aber nicht hoch. Ja? Das heißt, mir reicht zum Beispiel diese Höhe hier. Das heißt, ich komme ja jetzt auf eine Hubhöhe von
roundabout 20, 21 Zentimeter. Damit kann ich eigentlich so die meisten Tieflader und LKWs alle beladen, ohne dass ich den Arm nochmal erhöhe. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier zum Beispiel schwere Betonsteine und ähnliches, dann fahre ich die auch nicht bis ganz da nach oben und sage irgendwo, keine Ahnung, wo ich die belade. Ist ja auch schwerpunkttechnisch vielleicht etwas ungünstig, sondern die habe ich natürlich so flach wie möglich irgendwo unten und kann die dann zum Beispiel auf dem Tieflader draufladen. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich da hier etwas Stärkeres rein. Und wenn der wirklich so stark ist, wäre es natürlich toll. Aber wenn der ganz eingefahren ist, dann wäre er ja hier. Also jetzt ganz ausgefahren. Das Teil hier bleibt ja. Ja, macht natürlich jetzt so ein bisschen weniger Sinn. Deswegen wird der hier nicht für vorne verwendet werden. Dann habe ich ja den Gedanken gehabt, wenn der wirklich so ultimativ stark ist, und das war tatsächlich noch ein Gedankengang vor dem, wo wir das mit der Kofferwaage hier getestet haben, dass ich den hinten einbaue und diese Umlenkung dran lasse. Aber die Umlenkung hat halt wirklich das Problem, ich habe das auch im Nachgang nochmal natürlich ein bisschen getestet, ob das wirklich so ist, ob ich mich da nicht irgendwo verrechnet habe, ob ich das nicht irgendwo falsch rausgesucht hatte. Hat das Problem, 1 Kilo vorne braucht 4 Kilo hinten. Ist einfach so. Also das Vervierfachte macht natürlich eine wahnsinnige Geschwindigkeit dadurch, weil es ja parallel hochgezogen wird. Das ist super, aber ich brauche 4-mal so viel Kraft. Und deswegen werde ich hier wirklich auf diesem Bereich bleiben, dass ich sage, ich mache 2 einzelne Spindeln, werde es über die Fernbedienung unter Umständen parallel hochfahren. Da bin ich immer noch am Suchen, wie ich das mit dem Schalter umstellen kann, dass der Mixer dazu ist oder aus. Vielleicht finde ich es irgendwann mal raus. Trotz viel Anleitung lesen bin ich noch nicht dazu gekommen oder beziehungsweise habe ich es noch nicht so ganz gefunden oder vielleicht wechsle ich auch die Fernbedienung, wer weiß. Genau, also hier werden wir probieren, wie der hier reinpasst. Der sollte hier hinten wunderbar reinpassen und dann hier dieses Hauptgerüst nach oben drücken. Und wie viel Kraft der wirklich hat, das finden wir noch raus. Ja? Und in diesem Sinne baue ich den jetzt mal auseinander und dann werden wir mal die Motoren einzeln nacheinander testen und probieren, welcher Motor bringt welche Leistung, welche Geschwindigkeit, wie ist es angenehm zum Fahren und wie gesagt, dann schauen wir uns das Ganze mal an, welcher Motor am Ende da der passende sein wird. Ja? Freue mich auf jeden Fall und dann legen wir los. So, jetzt mal alle parallel, damit ihr ein bisschen die Geschwindigkeiten seht. Den Unterschied 1000 zu 600 Umdrehungen sieht man hier relativ stark. Ich glaube, bei dem ersten Motor habe ich mich ein bisschen vertan mit der Zeit. Ansonsten habe ich die eigentlich alle rausgestoppt. Und ja, wir sehen, die 600er, die sind einfach einen Ticken langsamer. Ich schätze auch, dass der Zylinder, dieser fertige, auch eher von der Drehzahl her in dem 600er Bereich liegt, also von der Zeit her. Aber es sind halt auch die stärksten. Das heißt, der fertige Zylinder ist mit über 4 Kilo natürlich bombastisch. Vorne geht er nicht rein, das heißt, der wird mein Favorit für hinten sein, der das ganze Gestell hochdrückt und für vorne auf jeden Fall der Weltspannungsmotor mit 600 Umdrehungen, der hat fast 3 Kilo gedrückt, ist schon mal eine Hausnummer, da muss ich natürlich auch nochmal gucken, dass das ganze Gestänge und alles, die Halterungen passen. Ja, der andere Weltspannungsmotor war auch deutlich stärker als die mit den 6 Volt, aber ja, er ist wahnsinnig schnell, also 13 Sekunden, das ist hier und da fast die Hälfte, aber er hat jetzt nicht ganz so viel gedrückt. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich mit dem Stärkeren hinkomme und ob ich es brauche, ansonsten kann ich da immer noch mal tauschen. Aber wir müssen ja jetzt irgendwo mal einen Kompromiss finden und dann weitermachen, damit das Modell auch irgendwann mal fertig wird. Ja. So, das war der Test von den Motoren. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir mehr erwartet von diesen Motoren. Ja, sie waren einen Ticken besser. Ich habe jetzt einige testen können. Wie gesagt, die mit der Weltspannung waren tatsächlich ein bisschen besser als die anderen. Aber so viele hat sich da jetzt nicht rausgerissen. Und momentan ist der drin, den ich als letztes getestet habe. Das ist der 3 bis 12 Volt, also Weltspannung, 600 Umdrehungen die Minute. Der hat 2,8 Kilo gehoben und hat ungefähr 20 Sekunden gebraucht, bis er oben war. War jetzt nicht der schnellste, aber finde ich, hat er ganz gut gemacht ansonsten. Und was mir allerdings jetzt hier natürlich aufgefallen ist, ist, dass mit Belastung das echt an dem Plastik auch zehrt. Das heißt, die Gabeln vorne, das ist ja noch alles original, die hängen zwar fest an der hinteren Platte dran, die hintere Platte gibt auch nicht nach, durch das, dass ich die ja schon versteift habe, die Gabeln selber schon, also gerade in dem Knick. Und da werde ich auf jeden Fall mal nachbessern müssen.
Wie gesagt, hier werde ich jetzt den hier mal drin lassen. 2,8 Kilo. Das ist auch schon mal eine Hausnummer. Also da kann ich schon einiges auch mit bewegen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so schwere Sachen befördern möchte oder beziehungsweise laden will, weil ein paar Baggerlöffel oder sowas, aber da komme ich nicht auf diese Zahlen. Aber er kann es zumindest. Also wie gesagt, das ist der stärkste und von der Geschwindigkeit her sage ich jetzt auch mal noch okay. Schneller finde ich immer gut, aber müssen wir jetzt nicht machen. Dann habe ich ja den hier noch getestet. Den habt ihr noch gesehen. Der hier hat angegeben 30 mm pro Sekunde. Der hat unwahrscheinliche 24 Sekunden gebraucht. Also der war langsamer, obwohl er hätte eigentlich schneller sein müssen. Und ich habe den übrigens zwei verschiedene mal bestellt. Also von zwei verschiedenen, ich sage jetzt einfach mal Herstellern. Kann alles aus dem gleichen Topf kommen, ich weiß es nicht. Bei dem hier habt ihr gesehen, er war relativ langsam, 24 Sekunden, schafft aber wirklich die 4 Kilo auch hochzudrücken. Ja? Das gleiche wollte ich mit diesem zweiten hier auch probieren. Der hier war ultra schnell. Der hat genau 6 Sekunden gebraucht, um einmal ganz auszufahren. 6 Sekunden. Der hier drin ist, braucht 20. Also der hier war richtig zackig schnell. Und dann habe ich hier auch die 4 Kilo hingehangen. Hat er auch hochgedrückt, also schnell und Kraft. Der ist übrigens angegeben mit 30 Newton. Hat die auch hochgedrückt, nur leider auf halber Strecke. Also ich habe den ja unten eingespannt, so wie den anderen auch. Putz. Ja. Also ich weiß zumindest, wenn ich den hier einbaue, den anderen auch, dann muss das richtig, muss das ganze Gehäuse hier eingespannt werden. Denn wenn der hier unten nur mit dem Plastikteil hier fest ist, was ich eigentlich vorhatte, weil hier hinten ja auch die Aufnahme ist, und hier gehen auch Schrauben durch, dann dachte ich mir, komm, die ziehe ich einfach durch. Alles super. Aber wenn der hier ins Pendeln gerät, ist er leider ab. Ist voll kacke, denn hier auch läuft auch so ein Platinen oder beziehungsweise so ein Übertragungsfetzen mit. Ich habe noch nicht weiter auseinander gebaut, aber wie gesagt, Geschwindigkeit und Leistung überragend. Also ich gucke, dass ich den auch irgendwie wieder herbekomme, aber ich habe schon mal nachgeguckt, das war der teurere von den beiden. Also der hat richtig Geld auch gekostet. Nervt mich voll. Ein Bruchteil einer Sekunde, wirklich die 4 Kilo, der hat die hochgedrückt und dann mal zack, ab. Thema durch. Ja? Also, was ich mir allerdings gedacht habe, der wäre jetzt natürlich ganz nice, weil der die 4 Kilo einfach auch drückt, den hier hinten reinzubauen. Ja? Und das ist wirklich der Plan, dass ich den hier hinten reinbaue, einen von diesen Kameraden, und der drückt dann tatsächlich das ganze Frontding mit hoch. Und ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich was will, was so schwere Last so extrem hoch, ob ich das überhaupt machen muss. Jetzt, wenn der 4 Kilo schafft und ich vorne 4 Kilo auflege und der vordere würde das nicht schaffen, dann könnte ich trotzdem mit dem hier im Endeffekt alles in allem hochheben. Allerdings geht halt der Mast mit nach oben. Also extrem nach oben. Das kann ich jetzt also nicht in einer Halle machen, wobei ich jetzt eigentlich auch keine Halle habe, in der ich fahren würde. Ja, deswegen. Also wie gesagt, hier vorne lasse ich jetzt den mal drin. Ich werde das Gewinde aber nochmal ein bisschen nachschneiden und auch gucken, ab einer gewissen Stelle, da ist nichts am Gewinde, sondern ich glaube einfach, da ist der Druck nach vorne so groß, dass der mir hier in das Plastik, nicht mehr in dem Plastik so schön drin läuft. Ja, weil das ist ja jetzt keine gelagerte Schiene oder irgendwas, sondern das ist Plastik auf Plastik. Und wenn ich jetzt natürlich vorne 3 Kilo drauf packe, dann drückt der mir das an diese Plastikwand auch hin, an dieses Profil. Und ich glaube, dass das mit tatsächlich hier die Kraft auch raubt. Ja? Ja, wir werden es sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Kann jetzt momentan wieder ein bisschen länger dauern. Momentan wird das Wetter schön. Da zieht es mich eher nach draußen. Aber ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Und schaue, dass ich, wie gesagt, einen von diesen hier, den hier am besten nochmal repariert bekomme, beziehungsweise nachbestellt bekomme. Und den mal hinten einbaue. Und dass wir endlich mal das Hubgerüst soweit fertig bekommen, dass das läuft. Denn wir haben noch einige Baustellen offen. Wir haben einmal noch das Kippen nach vorne. Lenken, fahren tut er ja schon lang, gefühlt seit der ersten Minute. Und wir wollen natürlich oben noch die Kabine so weit bearbeiten, dass wir ein schönes Batteriefach und so weiter haben, wo wir einfach hinkommen.
Ja, das ist so das Nächste, was auf dem Plan steht. Ja. Alles andere ergibt sich und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, bis dann.